willkommen zu einer weiteren Folge wie Farming LS 19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, Herr Neumann. Ja? Ich habe noch keinen Geldeingang verbucht. Ja. Also soll ich überweisen? Ja, wären 9600. Wie viel wurden jetzt geliefert? 81.400, ne? Ah, ja, 96, Mann. Wie viel? 9.600. Ich dachte, das kostet nur 100. Ja, netto. Also 8.900. Hä? Da kommt, das ist mit Steuern. Ja, und mein Gewinn? Ja, der ist schon mit drin. Ich würde ja wohl sagen, dass ich die Preise mache und erzähle. Also wenn Sie von mir was kaufen, dann rechne ich ja meinen Preis aus. Das ist keine Spiegel, ey. Sollten überwiesen worden. Da fehlen 600. Ja, das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Warum? Das geht echt nicht. Ey, es wären eigentlich 8.100 gewesen, ja? Ich bin dir da schon entgegengekommen. Jetzt? Passt das jetzt? Nein, das passt immer noch nicht. Wie viel fehlen denn da? Also? Ach hier. Mensch. Danke. Tschüss. Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt. 2 Sachen? Moment kurz. Von den beiden Autos. Stefan? Ja? Zum Diesel ins Lager. Jo. Ja, jetzt. Nee, Hackschnitzel hatte ich schon abgesprochen. Also, ich wäre steuern. Und 6.900. Moment. Also erst GPS einstellen. Schon wieder. Nein! Kackomat, ey. Scheiße, gesteuert. Achso, nee, das sind doch 2 Sachen. Ja, warum? Ach, Junge, ich. Ganz ruhig bleiben. So, warte. Was wollt ihr jetzt? 9.600. 6.900. Meine Steuern. 6.9. Perfekt. Noch eine Sache. Moment. Ich muss aber hier meine Ausgaben ausschreiben. Kannst wahrscheinlich auch gleich Einnahmen dazu schreiben. Ja. 9.600. Ja, und die Gemeinde braucht Holzkohle oder Holzscheide. Ja. Ja. Tja. Auch 1000. Hä? 1900 die Holzscheide dann. Nee, ich hab grad leider nichts zur Verfügung. Ah, okay. Ach so, dann habe ich sogar noch was. Bitte! Ja? Was denn? Es werden noch 12.800 fällig. Was? Geld. 12.800 werden fällig. Für was denn? Weil du Sachen in Zentrallager eingelagert hast.
Ja. Seit wann ist dafür eine Gebühr fällig? Seit wann ist dafür keine Gebühr fällig? Okay, dann machen wir es einfach so, ich lagere alles aus. Dann nehme ich es wieder raus. Können Sie gerne machen, dann kommen nur mehr Strafen drauf. Warum, wenn ich das auf meinem Privatgrund lagere, gibt es keine Strafen. Keine. Na no, doch, wird schon Strafen geben. Wenn ich das auf meinem Privatgrund lagere, können Sie gar nichts. In Ihren Lager, ja, das geht. Nö, Aber ich kann das nicht doch einfach draußen. auslagern, das ist mein Zeug. Also ich kann ja damit machen, was ich will. Dann machen Sie das. Gut, meiner. Jetzt. Tschüss. Nein, zwei auf. Ihr, mir geht es nicht. Warte. Ich probier nochmal. Also ich krieg Rattenschwänze kriege ich gerade. Was Wieso? denkt er sich eigentlich? Varuna? Was? Schlechte Neuigkeiten. Das Heulager Was? ist voll. Hä? Das Heulager ist mit Elefantengras voll. Ja, ich sagte doch, der soll zum Diesel ins Lager. Heute schon längst angewiesen. Ich hoffe mal, dass der Stefan das jetzt gemacht hat. Ja, ich stehe aber im Wind. Gut. Und danach fährst du bitte den Krüger Warte. abtanken. Warte ich. Bist du voll? Ja. Soll denn das, was ist denn das für eine Kacke, Alter? Ich soll 12.000 Euro für meine Paletten zahlen, die im Lager stehen. Alter, was denkt der sich? Ich Was bin kostet das fast warm. Scheißlager? Muss ich mal in Erfahrung bringen, was das Scheißlager kostet. Aber das wird ungefähr kosten. So viel. 150.000. Klingelingeling. Weber, hallo? Ja, Volker Romano. Ja, was kann man denn da machen, wenn die Gemeinde meint, sie müsste mir Kosten auferlegen, die zuvor nicht abgesprochen waren? Sie reden jetzt von dem nicht abgesprochenen Also es geht darum, Richtig. ich hab Paletten. Damit die nicht einfach so in der Gegend rumstehen, im Zentrallager eingelagert. Damals war keine Angabe von irgendwelchen Kosten. Und jetzt kam der Herr Neumann, der im Gemeinderat sitzt, einfach und sagt, ja, dafür sind 12.000 Euro fällig. Für dies, dass sie Paletten in der im Zentrallager eingelagert haben. Jawohl. Da muss ich mich mal mit dem. Wem Herr Neumann? Ja. Ja, da muss ich mich mal mit ihm kurz schließen. Ich kann das ja noch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja, können Sie gerne nochmal. Also wie gesagt, es war halt vorher nichts abgesprochen. Und jetzt kommt er plötzlich da mit 12.000 Euro um die Ecke. Und meine Steuern habe ich immer noch nicht zurückgekriegt. Also ich habe ja einen Lohnsteuerbescheid gemacht für letztes Jahr. Einen Einkommenssteuerbescheid. Wo ich auch Geld kriegen sollte. Aber das behauptet er, er kann das einbehalten, weil ich irgendwelche Gerichtskosten zahlen müsste. Ja.
Und das, aus meiner Sicht ist das völlig Humbug, weil das gehört ja gar nicht zusammen. Das ist ja nicht ein Topf. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das verhält. Da müsste ich, ja, da rede ich mal mit dem Herrn Neumann. Ja. Wo finde ich denn den? Wahrscheinlich oben rechts, wenn sie von Helmbergen nach Baumstedt fahren. Okay. Irgendwo da oben hat er seinen Bunker. Ein Bunker, okay. Ja. Okay. Gut. Bis dann mal, danke. Gerne. Ciao. Tschüss. Ich weiß nicht, ob der Traktor, mein LKW, normal noch fährt. Da hat der Traktor auf der Seite nicht ein anderer. Ja, Mann. Hallo? Hi. Was labert ihr denn da? Ja, der Charlie ist voll mit dem Drescher. Der Stefan ist gerade beim Win. Warum ist denn der da immer noch? Ich weiß auch nicht. Bei mir geht's gerade schlecht, weil bei mir ist gerade was passiert. Da, Win. War vom Win der rote Traktor, lag gerade leicht auf der Seite. Ja gut, ist sowieso nicht mehr viel hier zum Häckseln. Dann ja, bloß der Charlie soll, wie soll ich jetzt den Anhänger zum Charlie bekommen? Die Ecke sieht ganz schön demoliert aus. Hängt doch einiges los rum. Also Häckseln machen wir beenden, ist sowieso nicht mehr viel. Dann komme ich gleich vorbei mit einem Anhänger, Charlie. Jawohl, danke. Ach, Volker, und ich habe deine Rechnung fertig. Ja, sag an. Ich hoffe, du sitzt ganz, ganz gut. Nee, ich bin gerade ausgestiegen. Ja, es wäre besser, glaube ich, wenn du dich hinsetzt. Wenn der so schlimm ist, dann müssen wir auf jeden Fall sowieso über den Preis reden. 106.610,80 Euro. Für was denn? Hast du die vergoldet? Nein, gewartet. Die Rechnung habe ich dir schon im Briefkasten geworfen. Ja. Ich bringe sie dir gleich wieder mit. Nee, kannst du behalten. Zum Feuer anmachen, oder wie? Solange sie bezahlt, ja. Darüber müssen wir nochmal reden. Ich beeile mich mal, dass ich einen Anhänger bringe. Jawohl. Gut, ciao. So. 106.000? Für einen halben Tag Arbeit oder für einen Dreivierteltag Arbeit? Ich glaube, die Leute, die haben irgendwie alle miteinander so einen kleinen Schuss. Was die alles an Kohle wollen, ich weiß gar nicht. Alter, 106.000, ich glaube, ich spinne. Ist ja wohl nicht mehr normal. Wie will denn das rechtfertigen? Wo ist mein Joskin? Ich glaube, der Preis ist so hoch geworden, weil er hier noch gedingst hat. Weil er hier noch aufgeräumt hat.
106.000, ey. Ich glaube, der hat nicht mehr alle Waffen am Zaun, ey. Kann ja wohl nicht sein Ernst sein, ne? Jo, naja. Wie das ausgeht, das seht ihr morgen. Nee, nicht morgen, sondern erst am Montag, weil. Jetzt ist er schon abgetankt oder was? Okay, gut. Das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.